Hallöchen, wir sind wieder in Stevie J's Schnieke im Penthouse. Und Mr. Paco rennt vor und das, die zwei Dinger, die ihr da gesehen habt, das sind die Probleme, die wir gleich noch kriegen werden. Und die haben es echt mal in sich. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ich habe ja abgesaved gerade. Und ich verpiss mich. So, ich gehe mal einen Schritt zurück. Oh nein! Die kommen! Ich riskiere. Oh scheiße, ich sollte mal gleich nachladen, aber das kannst du mir eigentlich gar nicht erlauben. Bam! Nein! Paco! Hilf mir! Oh oh. Wenigstens hat Paco quasi Agro gezogen. Ja sicher! Problem ist, ich habe nichts mehr. Was ist das? Belebt ein Teammitglied wieder. Ja, toll. Ich bin am Ass. Das ist das Problem, was ich angesprochen hatte. So, und jetzt muss ich, ehrlich gesagt, gehe ich jetzt aus dem Weg. Paco macht das jetzt im 1:1 Kampf, weil der Paco eine geile Sau ist. Eigentlich sollten wir ihn beschützen. Und er macht das jetzt für uns. Das ist total peinlich. Was? Wieso kriegt er denn... Ach so, das ist so ein Ding. Ist die Ability oder was? Wenn das die Ability ist, dass ich sowieso Schaden kriege, dann gehe ich jetzt volles Risiko. Wenn ich sowieso gleich tot bin, verbrate ich dem... Versuche ich ihm noch einen zu verbraten, genau. Boah, bitte, Paco. Paco! Oh, scheiße. Paco, du Vollidiot. Mission fehlgeschlagen. Du bist tot. Paco hat's versaut. Ich lade den letzten Spielstand. Ich mache das jetzt in eurem Beisein. Naja, nicht, dass es heißt, der macht das immer hier. Ne, ihr wisst, was ich meine. Das Blöde ist, wir müssen hier durch. Paco, du Honigkuchenpferd, jetzt mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Wäre aber doch gut, Paco. Will ich verarschen? Nee, sag ihm nicht, ich konnte jetzt nicht schießen mit Mufflon, Mann. Das ist echt übel, weil die machen ordentlich Schaden. Wie ihr seht. Nee, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Und das habe ich befürchtet. Die Probleme hatte ich nämlich auch. Also ich hatte diese normalen Leutchen hier eigentlich relativ fix um die Ecke gebracht. Aber die beiden Hundis,
oder was immer das ist. Oh, Fehler. Die haben mir Probleme bereitet. Oh. Ist ja nur meine Drohne. Obwohl, ich könnte die ja opfern. Oder auch nicht. Ey. Ganz ehrlich. Aber ihr seht, ich koche auch nur mit Wasser und letztendlich ohne zu viel zu verraten, aber ich glaube, letztendlich müssen wir hier rein. Und es bringt nichts, wir kommen nicht rein. Wir müssen erst den ganzen Scheiß machen. Und ich habe echt alles verbraucht. Ich habe alles verbraten. Eventuell finden wir hier noch... Ich gucke mich jetzt mal hier um. Das kann natürlich sein, dass wir hier noch so ein... Oh. Medikit finden. Ich gehe mal nach da hinten rein. Natürlich nicht. Paco, bleib mal zur Sicherheit hier stehen. Weil, ihr habt gesehen, hier frei sollte man nicht stehen bleiben. Das gibt nur Ärger. Ist nichts. Kann ich die eventuell... von der Reichweite her ausstechen? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Pago. Pago. Ah. Ja, I have another plan. Aber ob der aufgeht. Nein! Okay. Plan B! Töte ihn, Paco! Das funktioniert gut, oder? Sehr gut. Brauchen wir den Paco wirklich?
Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich durchlaufe, zum Beispiel hier. Hilf uns. Ich gehe hinter. Die beachten ihn gar nicht. Oh. Ja, da ist ja noch ein Gegner. Das hatte ich irgendwie vergessen. Warum geht das mit den Hunden nicht so? Das ist jetzt Risiko, wenn ich mich umdrehe. Deshalb lasse ich es. Das ist aber auch... Weh, du krackst ab. Und wenn, dann muss ich dich wiederbeleben, aber... Ey, ihr seid total imbar, das ist scheiße. Pagö. Pagö. Danke. Ein Rottweiler weniger. Was soll ich machen? Lad nach. Voll. Ich könnte mal so einen kritischen Treffer gebrauchen. Nee, das war's jetzt. Ich kann nur... Ich versuche mich in den Weg zu stellen und das war's. Leute, ich muss mal gucken, was ich mache. So komme ich schnell weiter. Jo, ich mach mal einen Cut und wenn sich rauskristallisiert, dass ich eine Chance habe, bin ich wieder da. Geht auf jeden Fall weiter hier mit Shadowrun Returns. Ich hatte es ja angekündigt, Anfang letzter Episode, dass das hier in diesem Apartment ein bisschen härter zur Sache gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach dumm anstelle oder ob ich die Medipacks nicht so leichtsinnig hätte verbrauchen sollen. Naja, ich schaff's schon irgendwie und ich hoffe, ihr seid auch wieder dann dabei. Bitquid sollte auch wieder am Start sein. Guckt doch mal vorbei auf dem Kanal. Der ist ja bei mir oben rechts verlinkt. Ansonsten unterm Video. Wäre cool, wenn ich da auch noch weiterkomme. Dank eurer Hilfe. Letztes Mal hat es ja super geklappt. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Shadowrun Returns. Macht's gut.